Sehr geehrter Herr Hangartner, vielen Dank für die Vorstellung. Sehr geehrter Herr Präsident Zinkgraf, liebe Trainerkolleginnen, ich nehme an, dass auch Damen hier sind, ja, und Trainerkollegen und vor allen Dingen last not least auch die Gäste, die heute zu uns gekommen sind. Das ist die Thematik trainingsmethodische Variation für ein effektives Laufschnelligkeitstraining. Ich bin nach meiner Fußballzeit war ich immer Sprintertyp gewesen und habe es auch mal im Sprint versucht, habe einen Umweg über den Sprint gemacht, habe mit vielen Spitzensprintern in Deutschland gearbeitet und kann Ihnen etwas sagen aus meiner Erfahrung mit Sprintern vor allen Dingen. Ich möchte Ihnen eines sagen, ich mache jetzt keinen Fußballer zum Leichtathleten, im Gegenteil. Ja, ich bin Fußballer, aber bringe sehr viele Erfahrungen aus meiner Arbeit mit Spitzensprintern in den Fußball wieder zurück. Ja, und ich weiß nicht, ob Erich Rudemüller da ist. Erich, bist du da? Ja. Erich, ich habe das mal gelesen, ich fand das einen wunderbaren Einstieg in meine Thematik. Ich hoffe, dass ich dich zitieren darf. Ja, vielleicht weißt du schon gar nicht mehr, wo du das gesagt hast. Ja, darüber hinaus kann kein Spieler mehr eine mangelnde Antriebsschnelligkeit durch hohe Spielintelligenz kompensieren. Nur damit sind zum Beispiel wirkungsvolle Finden mit Tempowechseln möglich. Erst explosive Antritte schaffen Freiräume für Offensivaktionen. Das ist so ein bisschen meine Thematik. Ja, und möchte darüber auch ein bisschen aus meiner Trainingspraxis mit Sprintern und auch mit Fußballern Ihnen etwas zeigen. Und ich beobachte seit vielen Jahren, wie Laufschnelligkeit trainiert wird, vor allen Dingen lineare Laufschnelligkeit. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken und ich sehe ein Problem, dass also in die Laufschnelligkeit, die Sprintschnelligkeit, ja, im Sinne einer Schnelligkeitsverbesserung in Deutschland mit, so will ich es mal ausdrücken, mit methodisch unzureichenden bzw. zu wenig genutzten effektiven Mitteln stattfindet. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, wie man vielleicht dieses Schnelligkeitstraining verbessern kann. Ich beobachte immer wieder und habe sehr viele Trainingsprotokolle auch gelesen. Und man sieht also, dass im Mittelpunkt, wenn man also Laufschnelligkeit verbessern will, stehen am Ende immer die maximalen Sprints. Maximal sind sehr wichtig, aber zu glauben, dass man nur über maximale Sprints die Sprintschnelligkeit, die Antrittsschnelligkeit verbessern kann, ich glaube, da muss ich ein Veto einlegen. Ja? Wir seit ungefähr 1990 oder früher wurden die deutschen Spitzenspieler überwiegend mit Professor Kindermann im linearen Sprint getestet. Leider nur im linearen Sprint. Wir wissen ganz genau, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Der Fußballer läuft nicht nur geradeaus, er muss Richtungswechsel machen, das haben wir eben gehört. Aber die vergleichbaren Daten, ja, liegen also praktisch nur im linearen Sprint vor. Ich habe all diese Daten zu Hause, ich habe sie miteinander auch verglichen und wir haben gesehen, zumindest bis 2005 gab es keine Veränderung der Laufschnelligkeit. Und das ist ein Beitrag, den hat man mir mal zugemeldet, ich weiß nicht, von wem er kommt, ist im Kicker erschienen, ich weiß auch nicht, von welchem Kollegen das stimmt, und er sagt im Grunde genommen auch das, was genau meine Meinung ist. Oder nehmen wir das Thema Schnelligkeit, das bei der Euro, gemeint ist Euro 2008, so evident wurde. Wo wird dieser Bereich spezifisch trainiert in Deutschland? Fragezeichen. Da sind wir seit 20 Jahren stehen geblieben. Das ist so ein bisschen die Grundproblematik, über die ich reden will. Ja, und das ist auch zum Teil meine Meinung. Und jetzt müssen wir uns einfach nach den Ursachen überlegen. Ja, dieser Kollege, der macht es schon. Ja. Und ein Ansatz dazu können wir zum Beispiel hier sehen. Der Spitzenfußballer, wenn er viermal in der Woche trainiert, ja, wird dann im Laufe eines Monats etwa zwischen 500 und 600 submaximale bis maximale Antritts machen, im kurzen Bereich 5 bis 25 Meter. Ja, der Sprinter, und ich kann das sehr gut vergleichen, weil ich ja über 10 Jahre mit Spitzensprintern gearbeitet habe, ja, der macht erheblich weniger, 120 bis 150 maximale Sprints, ist sogar sehr hoch gegriffen. Ich selber, ich habe etwa 180 Sprintwettkämpfe gemacht und meine Sprinter haben maximal in
bei täglichem Training innerhalb eines Monats etwa 60 bis 70 maximale Sprints gemacht. Und das hat aus meiner Ansicht vollkommen ausgereicht. Jetzt müsste man also sagen, der Spitzenfußballer, der so viele Sprintläufe macht, der müsste ja extrem schnell sein. Also kann da irgendetwas nicht stimmen. Ja? Okay, und ich sage einfach mal ganz klar, im Laufschnelligkeitstraining, ich spreche jetzt vom Training, führen maximale Sprints, die ich immer wieder beobachte, ja, zu keiner Verbesserung von Antritt und Sprintschnelligkeit. Das ist eine sehr provokative Aussage, das weiß ich. Sie führen allenfalls zu stabilen, zentralen, nervalen Bewegungsmustern, die man Engramme nennt, ja, beziehungsweise reproduzieren bereits vorhandene. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit eine Schnelligkeitsstagnation und dann können wir noch so viele Sprints machen, da kommen wir einfach nicht mehr weiter. Und Professor Wienecke ist hier unter uns und auch Dr. Gehrig haben mal in den 1985 eine Untersuchung gemacht, die war, glaube ich, mehr stoffwechselorientiert. Ja, das war so ein Nebenprodukt und das geht genau in meine Thematik heute hinein. Da wurde acht Wochen lang ein Schnelligkeitstraining gemacht. Sie sehen das, 3 Wochen lang 2 bis 3 mal 5 mal 15 Meter und 5 Wochen lang 2 bis 3 mal 5 mal 30 Meter. Ich habe das mal durchgerechnet. Die haben also bis zu 360 Sprints zum Training noch, zu den Sprints im Training und Wettspiel noch zusätzlich dazu gemacht. Ja, das Testkriterium waren 5 mal 30 Meter, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Jetzt muss man überlegen, die haben so viele Sprints gemacht, die müssen alle extrem schnell gewesen sein. Jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ergebnis, keine Verbesserung der Laufschnelligkeit. Ja, das müssen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Durchschnittsgeschwindigkeit vor dem Training war 6,97 Meter pro Sekunde, danach waren es 6,92, also statistisch gesehen hat sich überhaupt mit diesen vielen schnellen Sprints gar nichts geändert. Und das ist eine Erfahrung, dieser Leistungsstillstand nach so vielen Sprints ist eine Erkenntnis auch aus der Leichtathletik. Deshalb macht der Leichtathletik-Sprinter so wenig Sprints, weil er mit so vielen Sprints gar nicht mehr weiterkommt. Ja, was sich natürlich verbessert hat, was vorauszusehen war, war natürlich eine Verminderung der Laktatproduktion und der Laktatkonzentration. Ja, okay. Jetzt will ich Ihnen auch zeigen, dass das nicht nur von mir stammt, sondern dass auch hochkarätige andere Trainings- und Sportwissenschaftler das Gleiche sagen. Aha, das kommt jetzt hintereinander, das hatte ich nacheinander aufrufen. Das ist, also schauen wir mal oben. Also so wollte ich es nicht darbieten, sondern nacheinander aufrollen. Immer nur sprintet, tötet den Sprint und die Schnelligkeit. Bert Sumser, die Älteren werden vielleicht ihn noch kennen, war der erfolgreichste deutsche Sprinttrainer aller Zeiten. Trainer von Olympiasiegern, Olympiateilnehmer, Trainer von Armin Hari. Ja, das ist so seine Quintessenz. Und Professor Hollmann, ja, unser bedeutendster Sportmediziner des 20. Jahrhunderts, der heute mit 85 Jahren immer noch in der Trainingswissenschaft, in der Sportwissenschaft steht. Es müssen in der Phase der Schnelligkeitsentwicklung häufig wiederholte Sprints mit maximaler Intensität vermieden werden. Und was sagte Professor Jürgen Weineck, den sollten wir vielleicht aus der Literatur kennen, ja, einseitige und monoton wiederholte Läufe mit maximaler Geschwindigkeit führen vorzeitig zur Ausbildung einer Geschwindigkeitsbarriere, die kaum noch oder schwer überwunden werden kann. Ich glaube, dass diese Aussagen zunächst einmal genügen. Ich könnte Ihnen noch mehr solche hochkarätigen Aussagen machen, aber da haben wir schon mal einen Einstieg. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein einziges Beispiel, das mir aufgefallen ist. Ich lese sehr viel solche Trainingsprotokolle. Ja, das ist angekündigt als Laufkoordination, Sprint-Laufkoordination. Und was passiert da? Schauen Sie oben links und das Gleiche sehen wir auch rechts. Die Spieler machen ihren Kniehebelauf über Hürden. Ja, das ist eine wunderschöne Sache. Dann machen sie eine 90-Grad-Drehung und dann stehen zwei Hütchen, so wie sie immer da stehen, und dann machen die einen maximalen Sprint. Und da habe ich drunter geschrieben, nahezu sinnloses Training. Nahezu sinnloses Training. Was man sollte im Spiel so durch die Gegend laufen mit hoher Knieführung, der macht doch das, um dieses Bewegungsverhalten mit in den Lauf hineinzunehmen. Es soll doch Laufkoordination sein. Was wird hier eigentlich trainiert? Keine Übertragung und Wiedererkennung der vorgestellten Aufgabe im nachfolgenden Sprint. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich mit einem Fußballer gemacht habe, als ein Trainer zu mir kam, gesagt, der hatte schlechte Laufkoordination, der ist auch relativ langsam. Ich habe genau das Gleiche gemacht, wie Sie oben links sehen. Ich habe ihn auch über Hürden laufen lassen und habe ihm dann gesagt, bitte zeig mir das, was du über die Hürden gemacht hast, will ich im nachfolgenden Lauf wiedererkennen können. Ich nenne das Prinzip der Wiedererkennung. Sonst ist das Ganze, was er vorher gemacht hat, sinnlos, wenn ich es nicht auch in den Lauf übertrage. Ja?
Bei der Folie vorher war ja, stand das ja unter dem Zeichen Laufkoordination. Aber wenn der 90 Grad Drehung macht und macht dann seinen unkoordinierten Sprint, dann war das vorher, diese vorgeschaltete Aufgabe, absolut sinnlos. Und da haben wir jetzt auch das entsprechende Video dazu. Ich nehme an, dass das eingespielt wird. Das ist dieser Junge. Ja. Also ohne diese Vorschaltung, diese Aufgabe, lief der ganz anders. Und jetzt nimmt er das, was er über die Hürde macht, nimmt er in den Lauf mit. Ja? Okay, gut. Was wollte ich noch sagen? Achso, da wollte ich noch mal zeigen. Schauen Sie mal in der unteren Reihe links das Bild, Sprintübergang. Da sieht man genau das, dass er das mitnimmt, was er gemacht hat. Nach 5 Metern sieht man immer noch dieses Bewegungsverhalten, hat er auch mitgenommen. Sogar nach 15 Metern sieht man immer noch, dass er das gleiche bewegt. Er nimmt es mit, und wenn Sie das 20, 30, 40 Mal machen, dann hat er eine wesentlich bessere Laufkoordination. Also das Prinzip der Wiedererkennung. Okay, und deshalb sage ich als meine These, Antritts- und Sprintschnelligkeit kann mit ausschließlichen Fußballsituationen, sei es Spielformen oder sei es isolierte Sprintübungen ohne Ball, nicht oder kaum verbessert werden. Und das gilt auch schon bereits für den Nachwuchsbereich. Ja, jetzt haben wir ein Problem, und jetzt sage ich, wie können wir da vorgehen? Ein progressives, direktes Laufschnelligkeitstraining. Direkt heißt, dass die Trainingsübung eine gleiche Bewegungsstruktur hat wie die Zielübung des Laufens. Ja, geschieht grundsätzlich über das Prinzip der dynamisch-kinematischen, also der kraft- und der bewegungsorientierten und koordinativen Variation. Das Prinzip der Variation hat Herr Schlumberger eben angesprochen als ein ganz bedeutendes Prinzip, und zwar der Sprint selbst. Ich muss was am Sprint machen und nicht die Zusatzaufgaben, die ich immer dazu schalte. Okay, und jetzt will ich Ihnen zeigen, Sprintvariation heißt Aufgabenorientieren. Jetzt habe ich Ihnen, glaube ich, 9 solche Dinge zusammengestellt. Ich gehe ganz kurz und werde daraus einige Beispiele zeigen. Das ist die Geländevariation. Bergauf, bergab, werde ich auch dazu sagen. Schrittlängen, Schrittfrequenzvariation. Ich bin der Meinung, dass viel zu sehr in der Schrittfrequenz gearbeitet wird, und man vergisst ein bisschen auch, dass die Schrittlänge auch eine große Bedeutung hat. Geschwindigkeitsvariation, Lauftechnikvariation, Krafteinsatzvariation, nicht immer 100% laufen. Belastungsvariation, Zugwiderstandsläufe, ja, nur als Beispiel, Entwicklungsvariation aus Übergängen. In der Leichtathletik macht man, das war eben ein Übergang, über die Hürden laufen und dann in den Sprint hineinlaufen. Ja. Distanzvariation, dynamische Vorbelastung, der Begriff der posttitanischen Potenzierung ist ein bisschen in der Freiburger Schule geboren worden. Herr Schlumberger, der kommt ja aus der Freiburger Schule. Ja. Ich werde eine Auswahl davon treffen. Wir können nicht all diese Dinge da. Gehen wir mal zur Geländevariation. Ich zeige Ihnen mal, als ich noch beim ÖFB auch ein bisschen die Fortbildung gemacht habe in diesem Bereich, habe ich Ihnen das vorgeschlagen. Den Teilnehmern, und nach einem halben Jahr rief mich dann ein sehr engagierter Co-Trainer an und sagte, schauen Sie mal einmal ins Internet, wir haben das gemacht. Also diese Formation, die Sie im Hintergrund sehen, einmal einen flachen Anstieg und ein steiles Gelände. Und ich zeige Ihnen gleich, was man da machen kann. Einige Impressionen noch. Jetzt sehen Sie, da wird sehr trainiert. Die Trainer stehen unten, die sind froh, dass sie da nicht da oben mitlaufen müssen. Ja. Okay, ja, ja. Jetzt zeige ich Ihnen, wir haben ja 2 verschiedene Neigungsgrade, einen steilen Berg, einen steilen Anstieg. Jetzt zeige ich, was man da machen kann. Ich habe mit meinen Sprintern etwa 60-70% unseres ganzen Trainings fand an solch einem Hügel statt, steiler Hügel, und wo ich auch mit Fußballern, ich habe viel auch mit Jürgen Klinsmann an diesen Hügeln trainiert, Sprints aus dem Anlauf, Starts und Antritte, Sprünge. Sprünge ist ein ganz wesentliches Trainingsmittel, Sprünge am Berg. Ja, es ist eigentlich im Grunde genommen durch nichts zu ersetzen. Und jetzt kommt noch etwas, Rückwärtssprünge bergab. Das muss ich Ihnen erklären am steilen Berg. Ja, und dazu machen wir Folgendes. Wenn Sie einen Antritt machen, dann wird die Kraft, Ihre Antriebskraft, wird über die Nahtstelle Vorderfuß auf den Boden übertragen. Ja, dazu brauchen Sie eine hohe Maximalkraft Ihrer Wadenmuskulatur, die man auch Stiffness nennt. Also die Stiffnessfähigkeit der Wadenmuskulatur ist ganz entscheidend. Und wie können wir die trainieren? Ja, und zwar, das ist eine Sache, die sehr intensiv ist. Sie machen am steilen Hang Rückwärtssprünge bergab. Und während der Landung
geben Sie dem Spieler die Aufgabe, bitte halte die Ferse oben. Er muss also einen hohen Grad an Kraft aufsetzen, damit die Ferse, die ja neigt, nach unten zu gehen, die muss er oben halten. Fangen Sie an mit beidbeinigen Sprüngen, mit kleinen Sprüngen. Die Belastung ist extrem hoch. Ja, dann können Sie größere Sprünge machen und nach 4 bis 6 Wochen können Sie das Ganze vielleicht auch noch einbeinig machen. Also passen Sie auf, das ist eine hochintensive Übung. Die Stiffness der Muskulatur wird hervorragend trainiert. Ich habe 2005 habe ich auch einige Analysen gemacht, als mich Jürgen Klinsmann zu einer Trainerbesprechung eingeladen hat. Und da habe ich einen Nationalspieler entdeckt. Natürlich sage ich den Namen nicht. Der beschleunigte auf der ganzen Fußsohle. Denke ich, das kann nicht wahr sein. Ja, auf der ganzen Fußsohle. Ich habe die Bilder zu Hause. Ja. Nicht? Okay. Gut. Jetzt zeige ich Ihnen, was jetzt. Kommt was ganz, ganz Wichtiges. Was kann man dann? Sie haben vielleicht auch, schauen Sie sich nach dem Gelände um. Vielleicht haben Sie auch dieses Gelände irgendwo in der Umgebung. Jetzt haben wir praktisch die geringe Neigung. Wir haben links eine Wendemarke und wir haben rechts eine Wendemarke. Der Spieler läuft links an, ja, nach 20 und zwischen 1 und 2 wird gesprintet. Er kommt schon mit einer supramaximalen Geschwindigkeit in den Sprintabschnitt hinein, auf der Nummer 1, und jetzt macht er Folgendes. Ah ja, gut, das sollte ich auch nacheinander aufrufen, das ist jetzt bei der Nachkorrektur, ist das die Animation fehlgegangen. Das heißt, er läuft jetzt mit einer überhöhten Geschwindigkeit von 1 nach 2 in diesem Sprintabschnitt. Aber bitte, was ganz wie, sagen Sie ihm bitte nicht, lauf so schnell wie möglich von 1 nach 2. Das wäre der größte Unsinn. Dann läuft er mit riesenlangen Schritten, die wir im Fußball auch gar nicht haben wollen. Er wird einen riesigen Bremsstoß haben. Wir haben das auch mit einigen Leuten gemacht. Die sind 4, 5 Tage nicht mehr zum Training gekommen, weil sie einen riesigen Muskelkater hatten. Ja? Weil der Bremsstoß so stark war. Natürlich, das ist die einfachste, schnellste Lösung, die haben wir mit langen Schritten reinlaufen. Das ist ja wunderbar. Sagen Sie ihm, du musst jetzt in diese überhöhte Geschwindigkeit, musst du jetzt deine Schrittfrequenz hineinbauen. Lauf diese Strecke mit überhöhter Geschwindigkeit, mit hoher Schrittfrequenz. Nur dann ist die Sache sinnvoll. Wenn Sie den Spieler nicht darauf fokussieren, jetzt beim Absprint jetzt auch mit hoher Schrittfrequenz zu laufen, wenn Sie dann nur sagen, lauf so schnell wie möglich, dann werden Sie keinen Erfolg haben. Der Spieler läuft aus, ja, geht um die Wendemarke, ja, läuft wieder zurück, jetzt kriegt er eine andere Aufgabe. Wir sind beim Prinzip der Variation. Jetzt fängt er schon bei 2, da beginnt ja seinen Sprint, fängt er schon mit Druckschritten an, vielleicht sogar mit einem Sprunglauf. Und jetzt sage ich ihm, ich möchte, dass du mit jedem Schritt Raum gewinnst. Gewinn Raum, ja. Extrem gesagt, ich möchte sehen, dass da unten ein Loch im Boden ist. Du musst dich abdrücken, ja. Gewinn mit jedem Schritt Raum, ja. Also, das ist jetzt die Variation. Frequenzsprint, Drucksprint, bergauf. Machen Sie nur einen Umlauf. Im Spitzenbereich haben wir 2 Umläufe gemacht. Mehr schaffen Sie nicht, ja. Das neuronale System wird dann müde und Sie können das nicht mehr machen. Sie können noch mehr machen, Sie können Antritte machen, Sie können Skippings oder Kniehebeläufe mit und ohne Manschetten, das werden wir gleich sehen. Sie können Übergänge machen aus dem Kniehebelauf in den Sprint, aus dem Sprunglauf. Man kann an diesem Ding sehr viel machen und das war diese beiden Berge waren so ein bisschen unser Haupttraining. Eine andere Geschichte, Kraft, Geschwindigkeit, Krafteinsatz, Variation. Machen Sie sehr kreativ Tempo-Wechselsprints, linear, vor allen Dingen auch mit Richtungswechsel. Spiele mit dem Tempo, sei kreativ, wechsel zwischen Frequenz und Drucklauf. Ja? Mach nicht immer das Gleiche, wechsel zwischen kurzen Frequenz und längeren Druckschritten. Ja? Also da muss der Spieler kreativ sein, Sie können auch solche Abschnitte festlegen, das können Sie auch mal über 300, 400 Meter machen. Ja? Also sei kreativ, ja, und ändere alles. Jetzt kommen wir zur Belastungsvariation. Zugwiderstand ist ja sehr aktuell, das sehen wir auch bei der Nationalmannschaft. Ja, man kann das links oben mit dem Zugschlitten machen, unten mit dem Zugschirm. Macht Spaß, bringt aber nicht mehr als mit Zugschlitten. Ja, die Amerikaner haben sogar einen Schubschlitten. Ja, ich bin da kein großer Freund davon. So ein Ding habe ich zwar auch zu Hause, aber was sehr interessant ist, ist diese schon seit ungefähr 15 Jahren bestehende Flaschenzugprinzip Speedy. Und wenn Sie sich das mal unten anschauen, ja, dann sehen Sie, der eine Spieler zieht sowohl einen Schlitten als auch einen zweiten Spieler.
Und dieser zweite Spieler, der klingt dann in der Nähe des Zinnenspielers, wird der ausgeklingt und läuft mit supramaximaler Geschwindigkeit, läuft er weiter, während dann der ziehende Spieler dann auch seinen Zug ändert. Also hier kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ist eine Sache, die ist ein bisschen aufwendig. Mit vielen Spielern kann man das eigentlich nicht machen. Das ist nur im Einzelbereich ist das also möglich. Ja, wenn Sie, ich habe in Stuttgart mit jugendlichen Fußballern gearbeitet und habe denen einen leichten Zugschlitten angehängt, nur ganz leicht. Ich habe eine sehr schlechte Laufkoordination gehabt. Das war 1994. Ja, und konnte feststellen, aufgrund einer qualitativen Videoanalyse, qualitativ, also nicht quantitativ, ich habe nichts gemessen, ja, und habe festgestellt, dass automatisch, wenn Sie was ziehen müssen mit einem leichten Gewicht, ja, die Fuß-, Knie- und Hüftstreckung bedeutend intensiver ist, dass Sie einen größeren Kniehub haben, dass Sie eine verbesserte Arm-Bein-Koordination haben und einen besseren Vorderfußaufsatz. Einfach durch die Zeitdehnung. Ja, er läuft ja mit einem gewissen Widerstand und über die Zeitdehnung hat er auch mehr Zeit. Ja, einen größeren Kniehub. Wenn Sie nur hochfrequent laufen, haben Sie gar keine Zeit, überhaupt das Knie zu bringen. Ja? Das heißt, das ist entscheidend und das habe ich festgestellt. Und Dr. Knigger von der Deutschen Sporthochschule hat im gleichen Jahr dieses gleiche Phänomen auch quantitativ festgestellt. Ja? Also, wenn Sie schlecht koordinierte Jugendliche haben, hängen Sie in einen leichten Schlitten an und lassen Sie einfach laufen. Wichtig ist, dass auch ein jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe es ausgemacht. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wie kann man wieder reinkommen? Okay, wunderbar, danke. Okay, hier ein Beispiel, Luca Toni, ja, hat ungefähr 25 Kilo, sieht man an der Farbe der Hantel, 5 Kilo etwa vielleicht den Schlitten. Man sieht hier deutlich die Knie-Hüftstreckung, den Kniehub, den Armeinsatz. Wichtiges Argument ist, dass immer ein sprintmäßiges Laufen möglich, egal was Sie für ein Gewicht da hinten haben. In den 90er Jahren war ein großer Workshop an der Deutschen Sporthochschule unter Leitung von Dr. Stein, der ist ja der Konditionstrainer der deutschen Fußball-Frauen-Nationalmannschaft. Ja, da hat man über einen Tag lang diskutiert, ja, über die Zugwiderstände. Das ist etwas, was ich auch bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Da würde ich sagen, was soll das bringen? Hier Stampfen im Gehtempo. Ja, was soll denn das? Er zeigt zwar diese Elemente, zeigt das hier deutlich, aber als Sprintimitation oder Simulation, ja, aber er soll ja damit laufen. Und das ist für mich kontraproduktiv. Vielleicht haben sie es auch richtig gemacht, aber zumindest das Beispiel, wenn der laufen würde, würde er nicht mehr lachen. Ja, okay. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ja, und das ist natürlich das Gegenbeispiel. Bitte machen Sie das nicht. Das ist keine Streckung, da hat eine Sitzposition, da kann man einen Stuhl drunter setzen. Der Kleine da hinten sagt, dir zeige ich es mal, du läufst mir nicht weg. Also soll das natürlich nicht sein. Ja, okay. Nur eine Zusammenfassung: Zugwiderstandsläufe mit geringer Belastung, ja, verbessern ganz hocheffektiv die Laufkoordination. Ja, wichtig ist sprintgemäßes Laufen. Und wenn Sie höhere Belastungen haben, dann trainiert Sie in erster Linie die Sprintkraft und die Laufbeschleunigung. Auch da sollte immer gelaufen werden. Und ist klar, Zugwiderstand ist eine schonende Belastung. Ja, die Last liegt nicht in Form einer Hantel auf den Schultern, die Last liegt am Boden. Ja, ganz klar. Und da wurde viel diskutiert in Köln beim Workshop. Ja, okay. Ich glaube, das nächste, es ist ein ergänzendes Training. Wenn Sie keinen Kraftraum haben zu Hause, können Sie mit einem Zugschlitten sehr viel machen. Wenn Sie mit dem Zugschlitten sehr variabel arbeiten, können Sie sehr gut ein direktes Laufschnelligkeits-Sprintkrafttraining machen. Ja, ich glaube, das trifft für viele Amateurvereine zu. Da können Sie sehr viel machen und ein Schlitten ist keine große Ausgabe. Ist eigentlich eine Transferübung. Ja?
vom klassischen Krafttraining zum Sprint. Also Kniebeuge mit der Hand zum Beispiel, dann Zugwiderstandslauf und dann Sprint. Diese drei Einheiten, die kann man in einer Trainingseinheit hintereinander setzen. Das ist eine ganz tolle Sache. Nach Zugwiderstandslauf bitte immer freie Läufe machen, ohne Zugwiderstand. Sie können das blockmäßig machen. Machen Sie drei Läufe mit dem Schlitten, damit Sie nicht immer anziehen und ausziehen müssen. Und dann machen Sie hinterher auch ein koordinatives Laufen über 20 bis 30 Meter. Variiere steht die Zuglast, nicht immer mit der gleichen Last. Trainiere in sogenannten Sets. Das heißt, Zugwiderstandslauf, dann machen Sie einen 10er Sprunglauf und dann machen Sie einen Antritt über 20 bis 30 Meter. Ist nur ein Beispiel. Ja, auch bei höheren Zuglasten Sprintmerkmale deutlich sichtbar und Zugwiderstand mit dem Schirm ist zwar, macht sehr viel Spaß, wenn Sie einen Schirm haben, mittlere Größe mit etwa einem Quadratmeter, ja, aber die Veränderungen sind fast identisch mit dem Zugschlitten. Die Neigung zu größerer Sitzposition ist allerdings gegeben, das wollen wir eigentlich nicht haben. Belastungsvariation, Belastungsmanschetten. Ja, es gibt seit einiger Zeit diese sogenannte Maxi-Speed. Sie sehen auf dem linken Bild, ja, sehen Sie eine Oberschenkelmanschette, die am Oberschenkel festgemacht wird. Professor Wienecke hat das Gerät hier auch zu Hause, wird mit einem Gürtel festgehalten. Sie sehen in der mittleren Position, sehen Sie, wie damit agiert wird. Es gibt einen wunderschönen Film von Spartak Prag, die machen ihr ganzes Sprung- und Sprinttraining nur mit diesen Oberschenkelmanschetten. Es ist aber nicht eine Entwicklung erst seit 2004, wie man angibt, sondern ich habe bereits 1975 so ein Ding entwickelt für Spitzensprinter. Das haben meine Sprinter gemacht. Das ist ein Sprint. Er lief die 100 Meter einmal in 10,0 Sekunden, war zweimal deutscher Hallenmeister über 60 Meter, also war derjenige, der viele Jahre im Kurzsprint, in der Beschleunigung, unübertroffen war in Deutschland, ja, und lief auch deutschen Hallenrekord damals. Ja. Da haben wir natürlich nicht grammweise die Gewichte eingelegt, sondern da hat auf jedem Oberschenkel ungefähr 2 Kilo gehabt, also für Spitzenathleten. Ja. Okay, Manschettenarbeit, die machen Sie am Fußgelenk fest, ist auch eine tolle Sache. Ja, halt, Moment, ich gehe zurück. Und da sollte ein Video kommen. Ah ja, okay. Wir sehen Jürgen Klinsmann, der hat 2 Kilo, ich glaube, es sind sogar 2,5 Kilo Manschetten, ja, festgemacht an einem elastischen Band an der Sprossenwand und er zieht dann zwischendurch die Manschetten aus. Natürlich liegt da eine Pause dazwischen, das ist nur hintereinander geschnitten. Ja, Jürgen Klinsmann hatte immer Probleme mit seinen Armen gehabt, wer sich noch da erinnern kann. Ja, das ist ein wunderbares Koordinationstraining. Jetzt weiß er, was er mit den Armen, mit den Beinen tun soll. Ja, und jetzt hat er wieder die Manschetten angezogen, ja, und macht so ungefähr 10 bis 15 Hebungen, da kann man mitzählen. Und jetzt macht er das mit einer Pause von 1,5 Minuten etwa, macht er dann das ohne Manschetten. Eine wunderbare Sache. Ja, so, wie können wir das jetzt beenden? Kann ich einfach? Okay, wunderbar. Ja, solche Manschetten machen wir auch da draußen. Ja, etwa 3x 15 Hebungen pro Bein, das war so, ist eine Faustregel. Wenn Sie nach 3x durchgängen, machen Sie Folgendes. Laufen Sie dann noch 1,5 bis 2 Minuten mit den Manschetten. Nicht ausziehen, laufen Sie. Und dann ziehen Sie die aus. Dann haben Sie ein unglaubliches Aha-Erleben. Die Leute schauen nach unten, habe ich überhaupt noch Beine? Das geht alles wahnsinnig schnell. Ja? Ja, diesen Effekt müssen Sie mal haben. Ja? Wir machen das heute Mittag, dann fragen wir mal die Spieler, was sie dazu meinen. Die werden Ihnen wahrscheinlich das Gleiche sagen. Dann haben wir die Manschetten ausgezogen, Punkt 2. Ja, oder wir sind direkt zu Punkt 3 übergegangen links und sind aus dem Kniehebelauf in den Sprint hineingegangen, ja, haben diese Leichtigkeit des Kniehebens ausgenutzt. Ja, oder, was wir brutal gemacht haben, ganz rechts, wir sehen, wir haben diese Kniehebeläufe bergab gemacht. Wir haben also nicht unter Belastungssituation gesetzt, sondern unter Zwangssituation. Freund, wenn du das nicht schnell genug machst, fällst du auf die Schnauze. Ja, ganz klar, ich musste das. Das war gemein, aber das sind solche Gemeinheiten, die sehr viel bringen. Ja, Prinzip, aber es ist keiner verletzt, ist keiner umgefallen. Prinzip der kurzzeitigen maximalen Vorbelastung. Das, was da drunter steht, ist posttetanische Potenzierung, ein Ausdruck, der so aus der Freiburger Schule kommt. Bürle Schmidtleiter, Dr. Schlumberger kennt ja dieses Prinzip. Ich werde Ihnen zeigen, was das ist. Ja, posttetanische Potenzierung bedeutet eine kurzfristige Leistungssteigerung der Explosivkraft und somit der Schnellkraft nach willkürlichen Maximalkontraktionen. Eignet sich besonders hier für die Beinhüftstreckmuskulatur, das ist unter Antriebsmuskulatur. Das können wir links mit der Maschine machen, wir können es mit der Hantel machen, aber oft
haben Sie sowas nicht zur Verfügung, dann machen Sie es mit Ihrem Partner. Ja? Aber nur dann, wenn Sie 4 Fixpunkte haben. Das ganze System muss in sich stabilisiert werden. Wenn Sie nur 2 Fixpunkte haben und der liegt da oben drauf und Sie haben da wie einen schwarzen Fahnenmast, dann ist das fahrlässige Körperverletzung. Ja? Das sollten Sie also nicht machen. Ja? Okay. Was passiert denn jetzt, wenn Sie dieses Maximalkrafttraining mit hohen Belastungen machen, mit 3 bis 4, 5 Sätzen? Was passiert denn auf der neuronalen Ebene? Passiert Folgendes, und diesen Effekt haben wir Anfang der 70er Jahre haben wir den gespürt, ohne dass in der Literatur noch in dieser Richtung etwas vorlag. Wir hatten eine vermehrte und eine verbesserte Aktivierung der schnellen Typ 2 Muskelfasern. Warum? Weil kurzfristig die Aktivierungsschwellen, die hohen Aktivierungsschwellen, ja, der schnellen Fasern, die ja nur dann mitarbeiten, entweder bei hoher Belastung oder wenn die Belastung explosiv ist, dann machen die mit. Vorher machen die nichts. Ja? Sie können also diese Typ die schnellen Fasern schneller aktivieren. Sie haben eine 4 Minuten erhöhte Erregbarkeit oder Sensibilität der aktivierenden motorischen Nervenzellen, der sogenannten Alpha-Motorhorne im Rückenmark. Ja, das heißt, die sind schneller ansprechbar, senden auch mehr Impulse in die Muskulatur hinein und an der Schnittstelle zwischen Nervensystem und Muskelsystem haben Sie eine höhere Reizübertragung und Fortleitung, also von der motorischen Nervenfaser über die motorische Endplatte, ja, zu den Muskelfasern durch eine erhöhte Transmitterausschüttung. Das sind also diese Reizüberträgerstoffe. Das Ganze fasse ich mal zusammen. Ja? Und zwar, Sie haben dadurch einen optimierten und schnelleren nervalen Bahnungsprozess. Alles läuft schneller ab mit einer höheren Frequenz und damit einer Steigerung der Explosivkraft. Und das haben wir auch Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er haben wir das gespürt. Da gab es ja noch diesen Ausspruch, Krafttraining macht langsam. Ja, ich habe das gleichzeitig ins Gegenteil verkehrt. In Russland hat man in der gleichen Richtung gearbeitet und in Freiburg hat dann Professor Schmidt-Bleicher hat dann auch seine Doktorarbeit darüber geschrieben und haben das experimentell auch dort auch erfasst. Auf der motorischen Ebene danach, was passiert? Sie haben eine kurzzeitig höhere Schnellkraftleistung. Man diskutiert, wie lange hält das an. Ich sage, etwa, es hängt von vielen Faktoren ab, wenn Sie das richtig machen, etwa 15 Minuten, auch Jürgen Klinsmann hat das ein paar Mal gemacht, kam aus dem Kraftraum heraus und hat zu mir dann gesagt, das war immer meine besten ersten 20 Minuten. Ja, ich weiß es auch von einem Trainer aus Österreich, gesagt, jetzt habe ich mir noch eine Mannschaft gemacht, was glauben Sie, wie die ersten 15 Minuten, wie die rennen? Ja, wenn dann die Taktik stimmt, ja, dann ist es eine ganz tolle Geschichte. Ja, ja. Ja, Sie haben, Sie ist ja, ne? So, Sie haben eine höhere Start-, Antritt-, Sprint- und Sprungleistung, kommt automatisch, ja, und vor allen Dingen, Sie können Schnellkraftreserven aktivieren, die Sie vorher gar nicht aktivieren können, ja, okay, gut. Wie können wir denn das nutzen? Ist das nur Grundlagenwissen oder können wir das nutzen? Nutzen können wir das unmittelbar. Diese Pfeile, die da vorne sind, die sollten eigentlich zum Text hinkommen. Wir wollten das noch ändern, ja, weil diese Schriftform war nicht da. Also diese Pfeile, die nach unten zeigen, sollten eigentlich zum Text zeigen. Ja. Wir haben das auf einen anderen Computer übertragen. Bei meinem hat es gestimmt. Machen Sie sich nichts aus. Ja. Okay, unmittelbare... ja. Unmittelbare Wettspielvorbereitung, da sage ich noch was dazu. Ja? Eins von Auswechselspielern, das ist egal, wo der Herder kommt. Ja? Ja? Und unmittelbar vor Schnellkraft- und Schnelligkeitstraining, wenn das im Mittelpunkt steht. Jetzt sagen Sie, ja gut, ich sage Ihnen, wie wir es gemacht haben im leichtathletischen Sprint. Wir sind eine halbe Stunde vorher vom Sprint sind wir aus dem Kraftraum gekommen. Ich weiß auch, dass Trapattoni erst im Training genauso gemacht hat. Die kamen aus dem Kraftraum, da haben ihre Sprünge gemacht und ihre Sprints. Ja, so, Sie können jetzt im Grunde genommen beim Aufwärmprogramm, es sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, können Sie dann, wenn zwei Spieler das im Training probiert haben, die passen zusammen und können dann entweder an der Mauer, an einem Zaun, am Torpfosten, wo, ja, sodass 4 Kontaktpunkte möglich sind, können Sie dann so 3x3 tiefe Kniebeugen machen, in der Pause 2 Minuten, zwischen den Serien leichte Sprünge und Sprints. Ja. Sie haben hinterher eine höhere Schnellkraft und Antritts- und Sprungkraftentwicklung, das spüren Sie dann auch. Wir hatten bei den Leichtathleten, das machen die Fußballer nicht, müssen sie machen, hatten wir noch gleichzeitig unsere Manschetten angehabt. Wir hatten allerdings eine Trainingshose drüber, damit das niemand gesehen hat. Die haben wir kurz vorher ausgezogen. Ja, ist eine ganz tolle Sache. Soll
Ja. Und daraus habe ich dann Anfang der 70er Jahre den Trainingsmethode in 3 Schritt entwickelt, aus dieser Erkenntnis. Schritt 1, 3 Schritte, Schritt 1, maximale Kraft einsetzen der Bein-Hüft-Streckmuskulatur. Das können Sie links an der Maschine machen. Sie können es mit der Hantel machen. Meine Lieblingsübung ist die einbeinige Kniebeuge, ja, weil sie auch eine hohe Rumpfstabilisierung bringt. Die abgesicherte 4-Punkt-Partner-Kniebeuge ganz links. Und Sie sehen heute Nachmittag eine von mir entwickelte Hantel, ja, wo ich versuche, das Krafttraining auf den Platz zu bringen. Sie brauchen dann keinen Kraftraum. Jetzt sehen wir da oben, schauen Sie nochmal links, da sehen Sie jetzt ein Video, ja, mit Jürgen Klinsmann, ja, weiß ich, ich habe leider zu wenig Bilder von unserem Training oder Filme von unserem Training, ja, er hat eine Auflage von genau 320 Kilo, die drückt er raus, und zwar zwischen den Versuchen liegen 10 Sekunden, die sind nur hintereinander geschnitten, 10 Sekunden Pause, volle Konzentration und sagt, du musst explodieren, dass die Belastung sehr hoch ist, da sehen Sie, dass zwischendurch eine isometrische, eine Haltephase kommt, aber er explodiert mit hoher maximalen Krafteinsatz, das geht nur über den Kopf, ja, okay, gut. Ja, der Schritt 2, jetzt kommen die reaktiven Sprünge, die werden gleich angefügt, entweder auch wieder mal mit der Maschine, werden wir gleich Videos sehen, oder machen Sie es mit der Hantel, Sie machen Sprunglauf, Sie können es gibt viele Möglichkeiten, reaktiv hinterher zu arbeiten, ja, und jetzt sehen Sie hier, wir haben sofort hinterher mit leichtem Gewicht, haben wir reaktiv gearbeitet. Ja, Sie können natürlich auch eine, es ist eine veraltete Maschine in Stuttgart im Olympia Schützpunkt, ja, aber im Prinzip ist das das Gleiche und da haben wir jetzt sofort reaktiv gearbeitet und okay, wir machen weiter und hinterher, und hinterher haben wir dann in der Halle haben wir dann ruhige koordinative Läufe gemacht, das sehen wir, halt, nein, ich muss weitermachen, Entschuldigung, und jetzt kommt eigentlich so der dritte Schritt, jetzt kommen wir einfach zur Zielübung, wir machen dann den Sprint, ja, aber ich spreche vom koordinativen Grenzbereich, bitte keine maximalen Sprints, sondern der Fußballer muss noch gut koordinieren können, ja, und dann läuft er vielleicht nur mit 80%, wenn er 100% läuft, ja, ich habe Bilder, die kann ich jetzt nicht zeigen, von Spitzenfußballern, wenn die durch die Lichtschranken laufen, ja, und ich sehe nur den Spieler, dann weiß ich, ohne Lichtschranken, dann weiß ich nicht, was der tut, ob das da was mit Laufen zu tun hat. Bundesliga, Bayern München, mehr sage ich nicht, Spieler nenne ich nicht. Ja, ja, grauenvoll. Laufkoordination ist zum Teil eine Katastrophe. Ja, okay, diese 3 Schritte in derselben Trainingsseite, eine wunderbare Sache ist hier, Antritt aus reaktiver Startaktion. Wenn Sie einem kleinen Kasten herunterspringen, sobald Sie landen, müssen Sie eine hohe Stiftnisqualität der Wadenmuskulatur entwickeln und machen sofort den Antritt heraus. Das ist eine wunderbare Sache, sehr einfach zu bewerkstelligen. Ja, okay, und jetzt sehen Sie mal, ich kann Ihnen nicht die Schnelligkeit von Jürgen Lindmann zeigen, ja, aber ich kann Ihnen die Sprungfähigkeit mit diesem Training, was wir da gemacht haben, kann ich Ihnen zeigen. Ich glaube, das spricht also für sich, Jürgen Wanner, ich habe etwa, weiß nicht, viele Jahre mit ihm trainiert, ja, und Matthias Sammer ist auch da, Matthias weiß das, ja, und schauen Sie, das sind imponierende Bilder mit diesem Training, ja. Da braucht man nichts mehr dazu zu sagen, ja. Und er sagt jetzt gerade seinen Mitspielern, ich zeige aus, wie das Wetter morgen wird, ne? Ja. 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 Okay, gut. Ich lasse mich kurz etwas zur Kraft sagen. Kraft spielt eine ganz große Rolle im Fußball, möglicherweise noch ein unterschätzter Leistungsfaktor. Schlumberger hat ja auch darüber gesprochen. Ja, ich möchte vermeiden, immer so viel Text zu bringen, aber da das ein Zitat ist, ja, von Professor Weineck, schien mir doch sehr wichtig. Ohne ein spezielles, schnelligkeitsspezifisches Krafttraining ist ab einem bestimmten Leistungsniveau eine Verbesserung der Schnelligkeit nicht mehr möglich. Ziele sind vor allem ein erhöhtes Maximalkraftniveau und eine schnelle Kraftentwicklung. Schnelle Kraftentwicklung bedeutet Anstieg der Kraftkurve in der Zeit, das heißt also Explosivkraft. Das habe ich unten in Klammer gesetzt. Ja. Also wie geht es weiter? Wie geht es weiter, wenn wir eine Stagnation haben? Wir müssen natürlich über die Kraft gehen. Und ich habe das mal hier in einer Folie zusammengesetzt, was wir eigentlich machen wollen. Die körpergewichtsrelativierte Maximalkraft, das heißt die Absolutkraft dividiert durch das Körpergewicht,
ja, der And- und Vortriebsmuskulatur, das ist überwiegend die Bein-Hüft-Streckmuskulatur für den Vortrieb, und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung, das ist die Explosivkraft, sind neben der Reaktivkraft, die wir trainieren müssen, haben wir eben gesehen, und vor allen Dingen schlägt einen ganz großen Wert, Herr Schlumberger hat es natürlich auch gesagt, ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, bei hoher Rumpfstabilität, ich bringe darüber nichts, wir kriegen das wahrscheinlich heute Mittag auch noch zu sehen, die bedeutendsten leistungslimitierenden dynamischen Basisfähigkeiten für hohe Beschleunigung, Antritte, Sprints, Sprünge und natürlich auch für schnelle Einzelaktionen. Ich möchte etwas zur Reaktivkraft sagen. Ja? Das ist eine Schnellkraftform, die vorwiegend im sogenannten Dehnungsverkürzungszyklus abläuft. Ja? Und das ist das, was wir eigentlich auch alle machen, diese reaktiven plyometrischen Sprungformen. Und da möchte ich auch etwas dazu sagen. Ich glaube, dass wir das auch nicht immer richtig machen. Solche Dinge halte ich für immer so interessant. Springen ist nichts anderes, Sprinten ist nichts anderes als Sprinten. Sagt Aldo Boden, Bolden, Weltmeister 1997 über 100 Meter. Ja, und damit sagt er was? Eine ganz große Wahrheit. Sprinten ist nichts anderes als Springen. Ja, und mit meinen Sprintern habe ich großen Wert auf Sprünge gelegt. Sei es im Flachen, sei es React, sei es am Berg und so weiter. Ja, okay. Und jetzt eine sehr interessante Untersuchung. Ja, die hinweist, welche Art von Sprüngen sollten wir machen. Professor Steinhöfer, unten rechts, war mein Semesterkollege an der Deutschen Sporthochschule gewesen, er hat interessante Untersuchungen gemacht und hat gezeigt, über regressionsanalytische Untersuchungen, dass zeigen eine zehnmal stärkere leistungssteigernde Beeinflussung der Sprintkraft, da wollen wir ja hin, durch horizontale, im Vergleich zu vertikalen Sprungkraft. Also müssen wir unsere vertikalen Sprünge, die wir auch machen, über Hürden, die sollte man ein bisschen reduzieren, nämlich die haben im Grunde genommen mit dem Lauf, vom Laufmuster eigentlich wenig zu tun. Deswegen habe ich, da kommt eine ältere Folie, da habe ich noch was dazu geschrieben, Vertikalsprünge nur zur aufwärmenden Vorbereitung und zur neuronalen Vorbereitung, und habe, andere Folie ist jetzt nicht ausgetauscht, habe ich noch drunter geschrieben, Fußballer sind keine Sackhüpfer. Ja, wenn wir zu viele Sprünge über Hüften machen. Ja, es hat schon eine Bedeutung zur Vorbereitung, aber danach müssen wir zu den Einbeinspringen übergehen. Ja, aber nicht nur immer wieder die vielen, vielen vertikalen Sprünge. Wie gesagt, keine Sackhüpfer. Und jetzt zeige ich Ihnen eine Erfahrung aus meinem Sprinttraining mit Sprintern, habe ich auch mit Fußballern gemacht, die Einbeinsprünge. Schauen Sie, oben, das sind Kästen, niedrige Kästen, etwa 20 cm hoch. Ich weiß nicht, ob wir die heute Mittag kriegen in der Praxis. Ja, die Zielübung ist einbeinige Sprünge, Kastenboden, Kastenboden, Kastenboden. Ich nenne die horizontale Tiefsprünge. Die Sprünge gehen nicht senkrecht nach unten wieder nach oben, die haben wir ja auch, sondern horizontale Sprünge. Und das war ein wesentliches Trainingselement. Und zwar, wenn Sie einen Spieler haben, der eine geringe Beschleunigungsfähigkeit hat, der wird die Kästen sehr eng zusammenstellen. Und derjenige, der eine hohe Beschleunigung hat, der hat die Kästen sehr weit auseinander. Ich hatte 6 Sprinter gehabt, die konnte man deutlich differenzieren. Geringer Antritt, starker Antritt. Ja, mein schnellster Sprinter mit dem höchsten Antritt, der hatte die Kästen fast doppelt so weit auseinander wie der mit dem kurzen Antritt. Also das ist nicht nur eine Trainingsübung, ist auch eine diagnostische Übung. Ja, und wenn Sie dann auf Ihrem Platz, sagen wir, 3 oder 4 solche Reihen haben, ja, das sollte man sich anschaffen. 5 Kästen genügen, mehr Sprünge sollten Sie nicht machen, ja, in verschiedener Entfernung. Dann fangen Sie mit Ihren Spielern oben an, die wärmen sich, machen eine Aufwärmübung, das ist ja nur die Zielübung. Und dann gehen diejenigen, die sagen, das ist mir zu kurz, sie gehen dann zur nächsten Reihe über, wo die Kästen auseinanderstehen, und dann lichtet sich das Feld wieder dahin, wo also die Kästen ganz weit auseinanderstehen. Ja? Und das Aufbauen ist nicht schlecht für 20 Spieler, jeder nimmt sich einen Kasten unter dem Arm, ja, und stellt die Dinger hin, das geht relativ ganz schnell. Ja? Okay. Wir haben noch einen anderen Aspekt, den man berücksichtigen müssen. Es geht hier also praktisch um die Bodenkontaktzeit. Wie schnell komme ich vom Boden weg? Bleibe ich unten stehen, lese Zeitung, oder habe ich eine sehr schnelle Bodenreaktionszeit? Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen sehr viele Sprünge, dann würde ich sagen, okay, das ist wunderbar. Aber irgendwann kommt es zu einem Deckeneffekt, ja, ja, kommt ein Deckeneffekt, und da geht es einfach nicht mehr weiter. Ja, und wenn Ihr neuronales System sagt, wenn du mir keine kürzeren Kontaktzeiten anbietest, kann ich mich auch nicht an kürzere Kontaktzeiten gewöhnen.
Ja? Und in der ehemaligen DDR hat man die Athleten in einer Sprungspinne aufgehängt mit elastischen Bändern, damit also die Belastung auf dem Boden geringer ist und dadurch der Athlet schneller vom Boden wegkam. Das kann man mit Fußballern natürlich machen. Ja? Also Spieler, die eine schnellere Bodenkontaktzeit haben, sind auch in Bezug auf Sprint und Sprung besser und schneller trainierbar. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dann habe ich mitten in der Nacht ist mir eine Übung eingefallen. Ich sollte eine solche Sache in Stuttgart machen, ja, in Ruth und reaktive Sprünge. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht machen, ich weiß es nicht. Dann ist mir nachts aufgefallen, mein Ohr hat gesagt, was machst du jetzt? Sag ich, ich muss was aufschreiben. Ja? Und folgendes, eine wunderbare Übung hat auch Ralf Rangnick übernommen. Ist der Ralf heute hier, Ralf Rangnick? Ist nicht da. Er hat mir gesagt, er macht das, als er noch in Schalke war, ob er es jetzt in Hoffenheim macht, weiß ich nicht. Er hat gesagt, das habe ich gleich mit meinen Spielern übernommen. Passen Sie auf, schauen Sie sich das rechte Bild an. Sie haben einen, der springt, reaktiv, und auf der rechten Seite haben Sie einen, der hilft. Ja, er greift unter die Arme und versucht jetzt, ihn nach unten abzubremsen, und in der Bewegungsumkehr hilft er ihm. Ja, wir haben das gemessen in Steinbach, auch bei einer Trainerfortbildung, weil die Trainer etwas skeptisch waren. Ich habe eine Kontaktmatte untergelegt und dann haben das sehr schnell kapiert und wir haben festgestellt, dass die Verkürzung der Bodenkontaktzeit mit dieser Übung etwa 30 bis 40 Millisekunden kürzer war. Und das ist eine ganze Menge. Ja, und da sehen wir also jetzt den Film. Schauen Sie, so sieht das aus. Schauen Sie, der kommt blitzschnell und weg. Wenn der alleine springen würde, ja, hätte er eine wesentlich längere Kontaktzeit. Und das können Sie mit Spielern machen. Das können Sie mit der ganzen Mannschaft machen. Immer zwei Spieler, ja, ungefähr 10 Sprünge. Ja, dann wird gewechselt. Das können Sie im Aufwärmprogramm, können Sie das auf dem Sportplatz machen. Eine wunderbare Übung. Ja, bringt also sehr viel. Wir haben das x-mal auch gemessen. Die Kontaktzeiten werden deutlich verkürzt. Und wenn Sie ein Blocktraining machen von 4 bis 6 Wochen, garantiere ich Ihnen, dass Sie natürlich auch diese kurzen Bodenkontakte gespeichert haben. Das ist eine ganz wichtige Trainingsform. Okay, ja. Ich ganz kurz nur Langhanteltraining. Wir werden das wahrscheinlich heute Mittag auch sehen. Ja, wir leihen uns ein bisschen von den Schwerathleten, die Kniebeugen, das Umsetzen und das Reisen. Ja, und zwar diese Übungen trainieren natürlich in einer einzigen Übung nicht nur die Schnellkraft der Beinstreckschlinge, sondern vor allen Dingen auch eine hohe rumpfstabilisierende Kraft. Ja, und dabei muss ich eines sagen: Die tiefe Kniebeuge ist absolut die Königsübung. Da geht im Grunde genommen kein Weg dran vorbei. Die tiefe Kniebeuge ist die Königsübung. Wir haben das über 12 Jahre gemacht. Ja, ich will Ihnen nicht die Leistungen meiner Spitzensprinter, die sind für den Fußball uninteressant. Mein Spitzensprinter hat mit 225 Kilo tiefe Kniebeuge gemacht. Ich selber habe mit 200 Kilo tiefe Kniebeuge gemacht. Wir waren im Antritt. Es geht nur um den Antritt. Meine Sprinter waren im Antritt sehr schnell. In Deutschland waren sie schnellsten über 60 Meter. Die waren gar nicht so gut über 100 Meter. Und vor allen Dingen, es waren keine Sprinttalente. Ja, wenn die das nicht gemacht haben, liefen die vielleicht so wie ein guter Fußballer 11,5, 11,6 Sekunden. Und aus dieser Qualität, angeborenen Qualität, habe ich Spitzensprinter gemacht über den Antritt und einer ist sogar 10-0 gelaufen, aber die anderen so x mal 10,2. Aus nicht talentierten oder wenig, sagen wir mal wenig talentierten. Ja? Und das, wenn Sie mir Fußballer geben, Sie geben mir ein Jahr Zeit, ja? Und die laufen im Bereich so zwischen 11 und 12 Sekunden. Ja, ich garantiere Ihnen, mit meinem Training laufen die irgendwann so knapp unter 11 Sekunden. Das verspreche ich Ihnen, wenn man mir die Gelegenheit gibt. Ja, 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 ne? Ja. Ja, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, ja? Okay, gut. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen was Hochinteressantes, eine Ansammlung von Literaturstudien. Und es geht darum, schauen Sie mal oben, zwischen der Sprintleistung über 10 bis 30 Meter, das ist ja das, was wir immer wieder laufen und trainieren, ja, und der am Körpergewicht relativierten Maximalkraft der Beinhüftstreckschlinge, ich könnte auch sagen, und der Maximalkraft der tiefen Kniebeuge, ich sage extra tiefe Kniebeuge, ja, gibt es einen ganz hohen positiven Zusammenhang. Und wie groß dieser Zusammenhang sein kann, ich nehme aus der vorletzten, auf der rechten Seite, die vorletzte Literaturquellen von Wieslow 2004. Ich glaube, das ist eine norwegische Studie, Herr Schlumberger, nicht? Eine norwegische Studie, das imponiert hier. Das ist also ein Zusammenhang, wird hier festgestellt, zwischen der tiefen Kniebeuge, Maximalleistung auf der horizontalen Achse, 140 bis 220 Kilo, das sind die tiefen Kniebeugenleistungen,
Und auf der vertikalen Achse haben wir die 10 Meter Sprintleistung. 10 Meter für den Fußballer, ja hochinteressant. Oben langsam, unten schnell. Und was passiert? Schauen Sie mal die Entwicklung an, wenn Sie von links nach rechts gehen, steigernde Maximalkraft der Kniebeuge, eine deutliche Verkürzung der 10-Meter-Sprintzeit. Und der Korrelationskoeffizient R gibt dann den Grad des Zusammenhangs zwischen den zwei Merkmalen an. Von 0,94 ist der höchste Korrelationskoeffizient, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich habe viele, viele Untersuchungen gelesen, habe auch selber welche gemacht. 0,94 ist ein extrem hoher Zusammenhang, der ist fast mathematisch funktionell. Also wir sehen, also die Punkte liegen fast auf der Regressionsgerade, das ist die durchgezogene Linie. Ja, also das ist, gibt einen deutlichen Hinweis, Kniebeuge und 10 Meter Sprintleistung. Und genau das ist meine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, auch mit Sprintern gemacht habe. Ja, und jetzt schauen wir mal, kurzen Blick mal zu einer Sportart, wo wir sagen, ja, die machen ja sowas nicht. Gewichtheber, Kugelstoßer, Hammerwerfer, nenne ich alle unter dem Begriff Schwerathleten, ja, die sind oft in der Beschleunigung bis 30 Meter, manchmal auch bis 50 Meter, schneller als Klassensprinter. Ich habe diese Wettkämpfe in Dortmund in der Westfalenhalle gesehen, bei der Nationalmannschaft, da kamen die dicken Kameraden mit 120, 30 Kilo, haben gesagt, euch schlagen wir über 30 Meter, sagen die Sprinter hier, ihr spinnt wohl. Ja. Die Sprinter sind nie mehr mitgelaufen. Ja, sind nicht mehr mitgelaufen, ja, als sie gesehen haben, wie schnell diese Männer sind. Da muss man überlegen, warum sind die so schnell? Wir wollen keine Schwerathleten werden, aber warum sind die, was machen die? Kein Sprinttraining, mangelnde Laufkoordination, sehr hohe Körpermasse. Die können keine 100 Meter laufen, aber sie können 30 Meter, auch 10 Meter, 20 Meter, sehr, 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 sehr schnell laufen. Und jetzt habe ich nochmal eine Leistung von Gewichthebern. Schauen Sie nur mal in den schwarz umrahmten Kasten. Counter-Movement-Jump, also der Sprung mit Ausholbewegung. Ja, 88 Zentimeter. Ich habe hunderte von solchen Sprüngen gemessen mit Fußballern. Der höchste, was ich gemessen habe, war 69 Zentimeter. Das war ein Torwart vom VfB Stuttgart. Ja, Drop-Jump, nächste, das ist der Tiefhochsprung, 70 Zentimeter. Das höchste, was ich gemessen habe bei Fußballern, waren Fußballer, Regionalliga bis Bundesliga, waren 59 Zentimeter. Und jetzt kommen wir 30 Meter Hochstart. 3,8 bis 3,9, das sind unsere schnellsten Fußballer. Das laufen die Gewichtheber. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Und 30 Meter fliegen, auch unsere schnellsten Fußballer. Das kann doch nicht sein. Die machen überhaupt keinen Sprint. Warum sind die so sprungstark? Warum sind die so schnell? Die machen alles natürlich mit diesen gewichthebertypischen Übungen, vor allen Dingen aus der tiefen Kniebeuge heraus. Das beweist mal wieder, ja, die Tatsache, dass man über diese Gewichthebermethoden eine ungeheure Sprintleistung machen, ohne dass sie überhaupt einen Sprint machen. Die machen keinen Sprint, die machen gar nichts, die sind nur schnell. Ja? Ja? Ein Fußballspieler der Spitzenklasse, damit sie eine Orientierung haben, ja, sollte eine Mindestleistung in der tiefen Kniebeuge vom 1,6 bis 1,8-fachen des Körpergewichts haben. Ich mache eine Einschränkung. Das gilt vor allen Dingen für die Sprintertypen. Jeder Trainer weiß, wo seine Sprintertypen sind, wo seine Ausdauertypen sind. Ja? Der Ausdauertyp wird natürlich eine geringe Leistung erbringen als der Sprintertyp. Da vorne, warum ist dieses schöne Dings da vorne, hat das eine Bedeutung? Ne, weiß nicht, mache ich weiter. Okay, wir sind bald am Ende. Schauen Sie, Sie sagen ja, ab wann kann man das machen? Ja, da wird sehr viel gestritten. Ja, ab 10, 11 Jahren kann damit begonnen werden. Schauen Sie dieses Mädchen an, es ist fantastisch, wie die das macht. Tiefe Kniebeugen, gerade Rücken, Frontkniebeuge, hat nur eine leichte Stange und so kann man anfangen. Ich habe allerdings auch mit 16, 17-jährigen Fußballern angefangen, die nach 6 Wochen eine fantastische Kniebeugeleistung gemacht haben. Das heißt, man muss nicht über Jahre hinaus muss man das machen. Ja, aber ich weiß, in England, in einem großen führenden Fußballclub, die fangen schon mit 10, 11 Jahren, fangen die an. Das sind Geheimpapiere. Ich darf nicht sagen, von wem ich die habe und welcher Verein das ist. Ja, ja, ich habe das versprochen, die fangen mit 10, 11 Jahren, fangen die mit so etwas, was diese junge Dame da macht. Ja, okay, natürlich erst einmal nach langer Grundkraftausbildung. Das ist Voraussetzung. Aha, das ist ja auch meine alte Folie, die haben wir geändert. Wenn man
ein längeres Techniktraining erst einmal planen. Und ganz wichtig ist, ja, es dürfen keine orthopädischen Auffälligkeiten da sein. Also sollten mal die Spieler auch mal zu einem Orthopäden gehen bei korrigierten Beinlängendifferenzen, sonst haben wir ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule. Ja, das sollte beachtet werden und natürlich Beachtung der biologischen Entwicklung. Ja, okay, und jetzt komme ich so langsam auch zum Ende. Wir sehen hier verschiedene Bilder. Links lassen wir mal weg. Tiefe Kniebeuge, da ist ein Fehler drin. Die Aktivierung der Gesäßmuskulatur ist ganz gering. Das ist praktisch ein Messfehler oder er geht nicht tief genug. Nämlich die tiefe Kniebeuge wird initial über die Gesäßmuskulatur, das ist die Initialkraft, müsste einen hohen Ausschlag geben, gibt es da nicht. Vielleicht war auch ist das eine Fehlmessung. Aber wir sehen hier Miroslav Klose. Kniebeuge, ist sicherlich keine tiefe, auch keine halbe Kniebeuge, sonst würde er nicht so stehen. Ja, hat dann hinten noch jemanden, der ihm hilft, dann hat er 80 Kilo. Ist für mich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. 80 Kilo, und er ist Sprintertyp, weiß ich, er ist Sprintertyp. 80 Kilo, ja, das ist einfach zu wenig. Und daneben ist eine ganz tolle Sache, das heißt, leichte Handeln, da ist vor allen Dingen das Ziel Rumpfstabilisierung, Rumpfkraft. Mit leichten Handeln, aber auch mit labilen, instabilen Unterlagen, da gibt es sehr viele Sachen. Wir sehen unten links diesen Bosu-Ball, der in alle Richtungen auch beweglich ist. Ja, und vor allem, wir haben hier eine wunderbare Rumpfkräftigung, Rumpfstabilisierung. Ja, oder mit dem Kippbrett. Und eine meiner Lieblingsübungen ist dann hier diese einbeinige Kniebeuge, wo der hintere Fuß auch nicht fest auf einem Kasten steht und vorne auch auf einer instabilen Unterlage. Ich habe das gesehen in Österreich bei der alpinen Skinationalmannschaft. Die haben auch diese Übung gemacht. Vorne war noch eine instabile Unterlage. Das ist eine wunderbare Sache. Vor allen Dingen, man hat nicht so viel Gewicht auf der Schulter, weil es ja einbeinig ist. Ja? Und das ist eine wunderbare Übung für Rumpfstabilität, Gleichgewicht und natürlich auch für multidirektionelle Bewegungen der Sprintleistung, was Herr Schlumberger hier angesprochen hat. Was man da alles drunter legen kann, ich habe so verschiedene Gerätschaften mal, wie man diese Instabilität dann auch vorne. Also das ist so eine wunderbare Sache, die man machen kann. Ich hatte noch eine Folie dazwischen, aus Zeitgründen habe ich die weggenommen. Da ist die Paula Radcliffe, das ist die Marathon-Weltrekordlerin. Die macht Kniebeugen mit 70 Kilo. Frau und Marathonläuferin, 70 Kilo. Klose quält sich mit 80 Kilo ab. Ja, darf nicht sein. Katastrophe, sage ich ganz schlecht. Schnelligkeit im Fußball unter fußballspezifischen Anforderungen, das ist ganz wichtig, ist aus meiner Sicht machbar. Ist aus meiner Sicht machbar. So, und jetzt, ich weiß nicht, ob die Folie kommt. Das ist wahrscheinlich die Abschlussfolie. Komm, Moment, ich will mal schauen. Ja, sie kommt. In Deutschland wurde ein Trainer, ein holländischer Trainer eingeladen. Schön empfangen, auch mit Beifall verabschiedet. Ja. Der Hank hat gelacht. Ja, ich sage nichts, ich sage Ihnen einige Kernthesen seiner Fußballphilosophie, die man auch in seinem Fußballbuch Fußballkonditionstraining nachlesen kann. Ich nenne den Namen nicht, ich glaube, viele werden den Namen kennen. Ich sage nichts dazu, ich sage Ihnen nur, was er so alles sagt. Vielleicht ist das eine Alternative, ich glaube aber nicht. Fußballkondition bekommt man nur durch Fußballspielen. Okay, gut, mag eine gewisse Wahrheit schon dabei sein. Ja? Maximale Explosivität, ich wusste gar nicht, dass es auch eine submaximale Explosivität gibt. Ja, das ist so sein Lieblingswort. Als explosive Sprintbeschleunigung ziehen ausschließlich durch Fußballformen zu trainieren und zu verbessern. Ja? Sie kennen meine Auffassung. Allgemeines Krafttraining mit Gewichten in einem Fitnesscenter ist zwar nicht sinnlos, wohl aber von untergeordneter Bedeutung, schreibt er. Wunderbar. Ich sage nichts dazu. Fußballkraft muss auch tatsächlich mit Hilfe von Fußballformen trainiert werden. Naja, gut, ich weiß nicht, ob das. Verbesserung der läuferischen Fähigkeiten führt nicht zum besseren Fußballspiel. Auch toll. Ja. Sprints am Berg, haben wir gesehen, und Ausdauerläufer sind fußballfremde, kontraproduktive Trainingsmittel für fitte Spieler. Toll. Und am Ende,
Krafttests und Laktattests, wahrscheinlich Laktatstufentests. Da habe ich also schon über 3000, habe ich selber schon gemacht, ja, weil ich immer noch seit 15 Jahren in dem Bereich tätig bin, orientieren sich nur wenig an den im Spiel benötigten Fähigkeiten. Das Subjektive, subjektiv habe ich eingeführt, Auge des Trainers ist bestes Steuerungsinstrument. Ich würde sagen, gutes Steuerungsinstrument, ja, aber nicht bestes. Ich sage nichts dazu, Sie können sich Ihre eigene Meinung bilden, ja, und damit verabschiede ich mich und ich bedanke mich, jetzt ist wieder, okay, wir sind am Ende. Ich bedanke mich. Ja, ja. We'll be right back.